Das Schnittmuster unseres Kofferanhängers ist ein DIN A5 großes Blatt. Den Stoff legen wir doppelt und dann schneiden wir an der Kante des DIN A5 Blattes entlang. Mit der Schere in diesem Fall, aber eigentlich ist es noch einfacher mit dem Rollschneider und dem Lineal. Genauso brauchen wir auch noch einen Streifen aus dem Material, der 2 cm breit ist. Auch das mache ich hier mit der Schere, weil nicht jeder einen Rollschneider hat. Einfach immer auf die 2 cm auf dem Lineal schauen oder das anpeilen und dann reagiert es relativ genau. Dieser Streifen sollte im Doppelten ungefähr 20 cm oder 22 cm sein. Für das Einschubfach für den Zettel von unseres Kofferanhängers nehme ich das durchsichtige Material eines alten Schnellhefters. Die runde Ecke unten gefällt mir nicht, deswegen schneide ich das gerade und wieder in der gleichen Größe wie das DIN A5 Blatt ausschneiden. So, jetzt kontrollieren wir, ob es einigermaßen gerade geworden ist. Und dann, um oben den Zettel reinstecken zu können, muss das Ganze einmal ein bisschen korrigieren. Das ist ein bisschen schief geworden. Kein Problem. Und jetzt wird oben nochmal 1 bis 1,5 cm abgeschnitten. Das ist dann später unser Einschubfach. Als nächstes wird das Band zusammengenäht und zwar rechte Seite auf linke Seite. Und ihr fangt einfach unten so bei ungefähr 4 cm an, näht es zusammen und ich habe dann ein Rechteck drauf genäht, weil ich das optisch etwas schöner finde. Jetzt nähen wir das blaue Teil zusammen. In den Zwischenraum kommt dieses Band, was jetzt gerade zusammengenäht worden ist. Also ihr legt es quasi einfach aufeinander, näht es knappkantig ab und fasst dabei das Band mit. Das schiebt ihr einfach so ein kleines Stück rein, also mindestens 1 cm sollte es innen liegen. Immer an der Ecke, Nadel unten, 90 Grad drehen. Wieder bis zur nächsten Ecke knappkantig absteppen. Kurz vor Schluss Nadel unten lassen, Füßchen hoch, drehen und so weiter. Jetzt wird die Folie drauf gemacht, drauf legen, oben bleibt 1 cm frei, unten ist es bündig. Ihr macht das mit diesen Klammern am besten wieder fest, mit Nadeln ist es mega schwer durch das Material durchzustechen. Und mir gefällt es eigentlich nicht, dass es wieder eine weiße Naht hat, deswegen wechsle ich die Farbe auf Türkis, wie das Material. Man kann natürlich auch eine andere Farbe nehmen oder so lassen. Und außerdem habe ich jetzt einen Zickzackstich gewählt, einfach damit es ein bisschen netter aussieht. Auch dort muss ich oben vorwärts rückwärts nähen, dann wieder bis nach unten hin, die Klammer wegmachen. Und wenn ich unten angekommen bin, lasse ich die Nadel im Material stecken, nehme das Füßchen hoch,
drehst, bring das Material wieder auf die Position, dass der Zickzackstich auch wieder im Stoff landet.